Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einer neuen Folge natürlich hier mit mir hier bei Lohnunternehmen Ballermann Nostalgieprojekt von mir. Ja, wie ihr wisst ja von der letzten Folge, hatte ich ein klitzekleines Problem. Kraftstoffmangel. Ja, das war jetzt dann mal, denk mal hier beheben. Ah ja, hier hinten ist hier unser gesprächsbereiter Agrarhändler, da werden wir jetzt mal hingehen. Ja, ja, ich habe mir jetzt mal den einen Mod mit reingetan. Ich finde das von der dritten Person den irgendwie echt cool. Ja, dafür, dass ich ja dieses Jahr auf Singleplayer mache, habe ich jetzt der hier gesprochen, hat gesagt, er erhalte hier einen coolen Fass für mich, mit dem ich hier meinen Kraftstoff hier holen kann. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht, wenn man hier mal zurückgeht, nochmal hier. Als kann ich mit dem Wasser, Milch, also Flüssigdünner, dann Pflanzenschutz und ich kann damit hier meinen Kraftstoff für meinen Drescher hier transportieren. Das ist nicht nice. Also, schade, dass der nicht Farbwahl ist, aber immerhin etwas. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ja, hier uns, also wie wir hier sehen, hier die Bereifung haben wir jetzt in Trelleborg und dann hier Lizard. Hier drauf, ich finde Lizard, okay, ja. Sieht also, ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber ich denke mal, ich nehme hier den. Das sieht irgendwie cooler natürlich aus. Also, wir holen uns den für 1500. Hat er gesagt, er hat den hier irgendwie aus dem Ostblock für mich hier besorgt. Ja, denke ich mal. Coole Sache natürlich auch. Die im Osten bauen gute Sachen. So. Werden wir dann hier damit also durch die Karte jetzt dann gleich mal fahren. Ich habe gedacht, also ich könnte hier mit denen, aber ja, der ist rein nur für die Gülle, wie man sieht, ja. Oder andere diverse Sachen, aber nicht jetzt für das, was ich brauche, natürlich. Naja. Ja, zwar Zapfälle, aber ich. Naja, egal. Irgendwie habe ich ja, irgendwie hat sich die Sau verkettet hier. So enge Kurve darf ich nicht machen mit denen, glaube ich. So. Ja, also irgendwie technisch hier ist das vielleicht hier für den der falsche Trecker, halt, denke ich mal. Obwohl ich den hier liebe. Besonders wenn ich jetzt los, als ich starte hier, dass er juckelt und zuckelt. Klappt das hier mit dem Nachbar, aber schauen wir mal. Ja, mal den Trecker sollte ich auch mal irgendwann mal reinigen. Ja, da werde ich mir mal hier mal schauen, dass ich beim Agrarhändler mir hier mal so einen Wasserschlauch oder sowas mal hochreinige. Ist nicht gerade immer so das Ideale für die alten Maschinen natürlich. Aber dann schauen wir mal hier auf unsere Landkarte mal nach. Ich muss dann noch weiter nach unten fahren. Ja, habe noch keinen Weg, nichts eingefahren davon. Also muss ich aber erstmal hier meinen Kraftstoff holen, dass ich also mir den Drescher mal hier auftanken kann. Und natürlich weiter dreschen kann.
muss nochmal glatt in die Landkarte schauen. Wir sind schon richtig. Ich muss jetzt nach rechts, dann links und dann geradeaus und dann ja links. Okay, ich glaube, wir lassen das Kleine mal offen. So. Oh ja, da wird man richtig durchgeschüttelt. Also. Wilhelm. Ah, da läuft die Renate. Die geht ab wie die Granate, würde ich sagen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, jetzt bin ich zu weit gefahren. Toll. Hab ja so eine Vermutung gehabt. Fahren. Jetzt habe ich das Problem mit dem Hänger. Ich habe das Problem mit dem Hänger! Wenn wir hier sehen. Ich will da rüber. Das Ding blockiert. Nein, nein. Nein! Das, also den muss man nochmal in die Werkstatt tun und da was machen. Jetzt habe ich Probleme auf der anderen Seite. Das ist erst die Kollision ist das. Ja, schauen wir vielleicht erstmal dahin. Ich glaube, die Welle sieht man nicht in Scheinsetter, da vermute ich mal. Aber vielleicht doch. Kommen wir mal schauen, dass man da die Kollision rausnimmt. Wie kann ich das den Teil drehen? Muss aufpassen, dass der in der Kollision bleibt. Also was ist technisch ist das hier, ja, irgendwie immer der Wurm drin, würde ich mal sagen. Also wir müssen jetzt dann nach rechts fahren. Dann kommen wir hin. Denke ich mal, wir können uns da unten dann den Weg also hier einfahren, glaube ich hier. Mit dem, na ihr müsst schon, mit dem Autodrive. Gerade ein bisschen größer von der Strecke, ein bisschen schon mal eingefahren. Zwar so schnell brauche ich den nachher nimmer, weil mit also 4.500 Liter komme ich schon, denke ich mal, eine Zeit lang aus. Mit den alten Maschinen, die sind ja nicht so durstig. Obwohl sie jetzt gewählt werden. So, Karte. Eine Tankstelle muss hier irgendwo sein. Nächste Einfahrt wird sein. Schauen wir mal. Linken tun wir mal. Ja, hier ist unsere Tankstelle. Ja, da wäre auch geiler, wenn hier wir eine andere Tankstelle drin hätten. Die ist zu modern, finde ich. Aber was soll's. Jeder muss mal tanken. Also, wir gehen mal hierher und gehen mal hier hin. So, ganz kurz. Passt da alles, was wir wollen? Kollision, ja, passt. So.
aufzeichnen. Also, wir wollen hier den Punkt. Wir nehmen den einfach Danke, Willi. Dann tun wir den einen Punkt dann mal rauslöschen. Das dauert eh jetzt ein bisschen. Aber sicher hier. Der wird voll. Ja, gut. Wir fahren jetzt mal zurück. Wir wollen den einen Punkt ja raus haben. Hoffentlich komme ich da hin. Muss ich den nachher wieder abhängen? Achso, von da hinten geht er. Okay, dann können wir den Punkt hier lassen. Ich habe gedacht, das sei jetzt anders da. Passt das ja eh. Also können wir die Aufnahme davon weiter starten. Oh je, was habe ich da gemacht? Warum ist hier noch ein anderer Punkt hingekommen? Den wollte ich doch gar nicht, den Punkt. Ah, dafür fahren einmal noch hier die Runde. Da habe ich sicherlich wieder die Probleme. Ja, ja, habe ich ja gewusst. Hey, was ist da los heute? Mit mir. Ich bin ein Drecker. Aber wir tun den einen Punkt, müssen wir erstmal rauslöschen. Der ist es nicht, den ich. Der da. Wo ist er denn? Der sollte jetzt raus. So. Okay. Hat keiner was gesehen. Keiner hat was gesehen. Kein Kläger, da kein Richter. Der Willi ist jetzt nicht da, wie wir gerade gesehen haben. Irgendwie hat der Hänger Schmerzen. Das kann man dabei deaktivieren. So, schauen wir an sich wieder runter. Ja, das passt. So. Haben wir hier alles. Jetzt hat er schon wieder einen Punkt gesetzt. Ach, Mann.
keiner das gesagt, ich den neuen Punkt möchte. Das ist immer so derselbe Mist. Nein! So. Nochmal den Punkt nochmal neu setzen. Aber wir sehen uns eh bei der nächsten Folge hoffentlich wieder, wenn es dabei heißt, hier nun Unternehmen, Ballermann, Projekt. Nostalgie, ich hoffe, ihr seid ja wieder dabei. Ich sag damit Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Ciao, ciao. Ich glaube, der ist besoffen heute.